Lebenstatsachen ist ja ein Stichwort, das zum Tagungsthema gehört. Und unsere Aufgabe wird es sicher sein, mal diese Lebenstatsachen erstmal zur Kenntnis zu nehmen, mal Bescheid zu wissen, um was geht's denn überhaupt. Und Lebenstatsachen gibt's jede Menge. Eine davon wäre, ja, heute ist Freitag, der 14. November 2014 und trübes Wetter. Naja gut, das ist nun wirklich nicht so dramatisch und so existenziell, dass uns das tief berühren müsste. Aber es gibt ein paar andere Fakten, mit denen wir konfrontiert sind, ob wir das zur Kenntnis nehmen oder nicht. Und der Buddha hatte sich das zur Aufgabe gemacht, die sich mal anzugucken und auch näher darzustellen. Ich habe eine kleine Lehrrede herausgesucht, wo das exemplarisch geschieht. Und die möchte ich heute mit euch besprechen. Diese Lehrrede heißt die 8 Weltgesetze. 8 Weltgesetze gibt es. Sie folgen dem Weltlauf und der Weltlauf folgt diesen Weltgesetzen. Welche 8? Gewinn und Verlust, Ehre und Verachtung, Lob und Tadel, Freude und Leid. Manchmal sind ja Dinge so nahe vor unseren Augen, dass wir sie gar nicht wahrnehmen. Und es braucht gelegentlich einen Buddha, der auf diese ganz, ganz einfachen, aber doch existenziell entscheidenden Fakten aufmerksam macht. Und da sind wir schon mittendrin. Denn da wird einmal gesagt, ja, wir leben ständig in einer Situation, wo wir uns als Ich empfinden, das mit einer Welt konfrontiert ist. Wir leben in der Welt. Und diese Welt hat verschiedene Eigenschaften. Nicht nur irgendwelche Eigenschaften, sondern Eigenschaften, die uns ganz nahe berühren, die wir entweder ersehnen oder ablehnen, die unser Leben angenehm oder unangenehm gestalten, die die Melodie unserer Existenz, die Qualität unserer Existenz bestimmen. Nicht? Das eine grüßen wir freudig, das andere fürchten wir und lehnen wir ab. Das ist immer im Wechsel. Und hier werden 4 Gegensatzpaare genannt. Das ist durch die Hintertür gesagt, nochmal auch ein wichtiger Aspekt, was Psychologie angeht. Was wir wahrnehmen, nehmen wir im Grunde nur deshalb wahr, weil es Unterschiede gibt. Wenn es keine Unterschiede gäbe oder keine Polarität, keine Gegensätze, würden wir gar nichts wahrnehmen. Und hier sind 8 sozusagen fundamentale Eigenschaften und 4 fundamentale Gegensatzpaare genannt. Und ein drittes ist sozusagen ja durch die Hintertür in unser Bewusstsein getreten, dass die Dinge alle gar nicht sind, sondern dass es einen Wechsel gibt, dass das eine auftaucht und dafür das andere verschwindet. Die Dinge existieren nicht an sich, sondern sie sind immer in Bewegung, immer in Kommen und Gehen. Sie sind ja einem Prozess unterworfen. Und das vierte, das Ganze ist etwas, was der Buddha Dhamma nennt, ein Weltgesetz. Es ist nicht so, dass wir sagen könnten, ach, das interessiert mich nicht, das lasse ich mal auf sich beruhen, ja, da mögen sich andere drum kümmern, sondern das ist eine Gesetzmäßigkeit, denen die Dinge unterliegen und denen wir dann entsprechend auch ausgeliefert sind. Also sehr fundamental, was unser Leben betrifft und deshalb auch wert, dass man sich's mal genauer anschaut. Ich will jetzt diese 4 Polaritäten erstmal in unser Bewusstsein heben. Es fängt an mit etwas, was der Erwachte Gewinn und Verlust nennt. Was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist, dass alle Menschen, alle Wesen bedürftige Wesen sind. Das, was wir brauchen, was zu unserem Leben notwendig ist, finden wir da draußen in der Welt. Das mag die materielle Lebensgrundlage sein. Wir brauchen ja Nahrung, wir brauchen Kleidung, wir brauchen Wohnung und medizinische Versorgung, wenn das notwendig ist.
Das mögen auch sonst angenehme Dinge des Lebens sein, Situationen, Erfahrungen, die uns Spaß machen. Das spielt sich immer irgendwie im Kontakt mit der Welt ab. Das mögen besondere Ereignisse sein oder Alltag, aber immer sind wir in Bezogenheit auf Dinge um uns herum und abhängig davon. So, und was machen wir in dieser Situation? Wir strengen uns mehr oder weniger an, um in der Welt das zu erreichen, was wir wollen. Die Angebote, die da sind, die fliegen ja nicht unbedingt ins Haus, sondern man muss etwas dafür tun, man muss sich engagieren, um an die Dinge ranzukommen. Die meisten von uns wissen das, weil sie einen Beruf haben. Das ist sozusagen die Grundlage für unsere Existenz, Arbeit, Investition von Anstrengungen, damit wir wenigstens an das Minimum unsere Lebensbedürfnisse herankommen. Und wenn wir besondere Sachen machen wollen noch, spezielle Ereignisse erleben wollen, ja, weiß ich, wir wollen den Mount Everest ersteigen oder wir wollen Präsident der USA werden, ist klar, dass man dann nochmal zusätzlich etwas tun muss. Kommt meistens nicht von allein. So. Aber die entscheidende Erfahrung, jetzt sind wir wieder bei Gewinn und Verlust, die entscheidende Erfahrung ist, dass uns das manchmal gelingt und manchmal einfach nicht gelingt. Oft erreicht man das, was man will und freut sich, aber wie oft erreicht man das eben nicht, was man sich erhofft. Ja, das fängt bei banalen Dingen an. Die Wohnung, die man gern beziehen will, ist gerade vergeben. Nicht? Die Traumfrau ist gerade auch dummerweise vergeben. Oder der Job, auf den man so gehofft hat, den gibt es zwar noch, aber ein anderer oder eine andere hat ihn inne. Ja? Also, manchmal klappt es, dass unsere Wünsche erfüllt werden. Manchmal klappt es nicht. Gewinn und Verlust. Aber ihr habt in den Beispielen schon gemerkt, dass die Übersetzung, die hier der Übersetzer gewählt hat, ein bisschen zugespitzt ist. Gewinn und Verlust klingt zunächst einmal ein bisschen ökonomisch. Ja? Also die Börsenkurse steigen, dann habe ich einen Gewinn und die Börsenkurse fallen, dann habe ich einen Verlust. Das ist hier gar nicht gemeint, sondern es ist generell gemeint, was wir im Leben erreichen und was wir nicht erreichen. Und da gibt es an einer Stelle der Belehrungen des Erwachten eine sehr grundlegende Definition von dem, was Dukkha ist, von dem, was also Unzulänglichkeit bedeutet. Und er formuliert es so: Was man begehrt, nicht erlangen, ist Dukkha oder eine Form von Unzulänglichkeit. Ich habe die Vermutung, dass hier keiner sitzt, der nicht diese Erfahrung mal im Leben gemacht hätte oder oft schon gemacht hat: Ich will was und krieg's nicht. Und wenn man's hat, kommt noch was Dummes hinzu. Das schillert so in diesem Wort Verlust mit. Man hat's und irgendwann entschwindet's wieder. Ja, das ist der zusätzliche Aspekt aller Phänomene in unserem Leben, dass sie nicht bleiben, dass man sie nicht festhalten kann. Selbst wenn wir uns mal in einer sehr schönen, erfolgreichen Situation sehen, man kann mit Sicherheit davon ausgehen, irgendwann hört das mal auf. Und dafür gibt der Buddha, wie ich denke, ein sehr nahegehendes und einleuchtendes Gleichnis. Alles, was uns an materiellen und auch ideellen Dingen in der Welt begegnet, ist nur wie ein Darlehen. Ja, man geht auf die Bank, kriegt Geld in die Hand und fühlt sich irgendwie ganz toll, endlich kann ich machen, was ich will. Aber Darlehen haben etwas sozusagen an Haken. Man muss sie irgendwann wieder zurückzahlen. Und so ist es mit allen Dingen, die uns im Leben als Gewinn zukommen und zufließen. Wir haben keinen dauerhaften Anspruch auf sie. Wir haben sie momentan im Besitz, aber sie sind nie unser wirkliches Eigentum. Irgendwann verlassen uns die Dinge wieder. Also Stichwort Vergänglichkeit. Und da heißt es in diesem Gleichnis, wer dann auf einmal merkt, dass der Eigentümer der Sache, in dem Fall die Bank, wenn man das als Beispiel nimmt, irgendwann mal an die Tür klopft und sagt, so, jetzt will ich die Mäuse wieder zurückhaben, ist man
verstört. Nicht? Weil man gewöhnt sich an die Dinge und wenn sie dann unter unseren Händen verschwinden, hat das eine tiefe negative Auswirkung auf uns selbst. Wir sind verstört, weil wir eine Affinität, ein Verlangen nach den Dingen haben. Und das ist ein sehr, sehr weites Feld. Unser ganzes Leben ist davon betroffen. Verlust von geliebten oder nahen Menschen oder Tieren. Verlust von Lebensgewohnheiten, von Situationen, die uns alltäglich und vertraut sind. Irgendwann hören sie auf. Alle materiellen und ideellen Dinge, die uns mal zur Verfügung standen, verschwinden. Und last not least, der eigene Körper, an den wir uns so gewöhnt haben, mit dem wir uns so identifizieren, sagt irgendwann mal, so, das war's. Oder er kündigt zumindest an, dass das bald der Fall ist. Also, Gewinn und Verlust als ein Beispiel. Dann habt ihr gehört, die zweite Polarität, die der Erwachte Ehre und Verachtung nennt. Der Hintergrund ist hier, dass Menschen ja soziale Wesen sind. Sie sind ja nicht isoliert für sich, sondern sie leben in einem sozialen Verband. Sie spielen in einer Gemeinschaft eine Rolle. Und da ist es regelmäßig so, dass man sich von Menschen Bilder macht. Man schätzt sie irgendwie ein, man sortiert sie irgendwie ein nach Sympathie, Antipathie, nach Einfluss oder Einflusslosigkeit, nach irgendeinem Wert. Und es ist fast automatisch, dass man selbst möchte, dass die anderen ein positives Bild von einem haben. Keiner möchte irgendwo negativ in den Köpfen bei anderen sein, sondern mit einem positiven Bild. Warum? Weil das unser Selbstwertgefühl irgendwie stabilisiert. Wir brauchen sowas wie ein Echo von draußen. Wir brauchen eine Rückmeldung, die mindestens sagt, schön, dass es dich gibt, gut, dass du da bist. Ne? Wir brauchen eine Bestätigung für uns selbst, eine Art von Wertschätzung der eigenen Person. Und das kann unterschiedliche Formen annehmen. Eine extreme Form wäre die Anerkennung als Ruhm. Ja, Ruhm heißt ja wertgeschätzt sein in allen Zeiten und in allen Räumen. Das ist der normale Mensch eben sehr selten erfährt. Oder auch was man Ehre nennt, dann wenn man sozusagen auf der ethisch-moralischen Ebene von anderen Menschen anerkannt wird. Oder schlicht und einfach, wenn man Achtung erfährt, weil man so etwas ist wie ein Vorbild oder empfunden wird. Den Vorbild. Also da gibt es verschiedene Varianten, aber auch da ist unsere Erfahrung, dass es manchmal funktioniert oder manchmal nicht funktioniert. Nehmen wir Beispiel Beruf. Da kommt es ja gelegentlich vor, dass der Chef mal sagt, du bist ein klasse Kerl, auf dich möchte ich nicht verzichten in meinem Beruf. Dann wäre das ein positives Beispiel, aber meistens kommt es vor, man macht, was man kann und das wird als selbstverständlich hingenommen, wird nicht mal wirklich gewürdigt oder zur Kenntnis genommen. Und greifen wir mal den Künstler als ein anderes Beispiel heraus. Da gibt es welche, die werden in ihrem Leben schon berühmt und reich und andere müssen 200 Jahre warten, bis man ein Bild im Museum hängt, wenn überhaupt je. Und eine dritte Kategorie, vielleicht genial, wird in dieser Welt überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Und bei allen Politikern ist es genauso, die tauchen heute jeden Tag in den Nachrichten auf und übermorgen will keiner mehr was von ihnen wissen. Auch da seht ihr schon, wie schwankend das ist, was wir Ruhm und Ehre oder Verachtung genannt haben, nicht wirklich verlässlich, sondern alles eher im Wandel. Und freilich gibt es auch das Gegenteil davon. Nicht beachtet zu werden, ist ja manchmal schon ein Privileg, aber es gibt ja auch die Situation, wo man geradezu missachtet wird, wo man diskriminiert wird. Vielleicht noch ein Aspekt, dass wir in all diesen Phänomenen auch sehen, dass es sowas wie ein Normalmaß gibt. Jeder will so ein bisschen mindestens an Anerkennung haben. Dass es aber auch Extremformen gibt, also übersteigerte Formen. Das sind dann Menschen, die auffallen müssen, koste es, was es wolle, egal wie,
Aber ich kümmere mich darum, dass man sagt, ach, das ist einer, das ist ein Kerl so ungefähr. So, Lob und Tadel wäre das dritte Gegensatzpaar. Lob und Tadel scheint mir mehr so was wie so ein momentanes Feedback. Ja, man kriegt so eine aktuelle Antwort auf das, was man vielleicht gerade gemacht hat, auf eine bestimmte Eigenschaft, die man hat, auf, ja, auch wenn man irgendwie sich in einer bestimmten Art und Weise verhalten hat oder auch nur schön aussieht mal irgendwie oder etwas getan hat, was auffällig ist. Da sieht wir auch, wie abhängig wir sind von solchen Feedbacks. Wenn wir gelobt werden, geht das runter wie Öl. Also ich kenne kaum jemanden, der da Widerstand entwickelt, sondern das tut einfach nur gut. Während beim geringsten Tadel schon springt sofort die Maschinerie an, mit der wir begründen, warum das, was wir gemacht haben, dann doch richtig ist und gut ist. Also die Selbstverteidigungsstrategien sind in uns normalerweise voll entwickelt. So, der Erwachte sagt aber, es ist ein großer Vorzug, wenn man sich etwas sagen lässt, wenn man also sich der Kritik stellt und Kritik als etwas, ja, Positives wendet. Denn jeder, der das Empfinden hat, ich will in meinem Leben ein bisschen vorankommen, ich will mich verändern, ich will in eine bessere Lebenssituation hineinkommen, der kann nichts Besseres finden als einen Freund oder einen Kollegen, der ihn oder sie immer mal auf die eine oder andere Schwäche aufmerksam macht und sagt, du, da kannst du noch ein bisschen an dir arbeiten. Und deshalb gilt im buddhistischen Kontext etwas, was der Buddha als einen Grundsatz formuliert hat: Wenn auch die anderen sich nicht sagen lassen, wir aber wollen leicht ansprechbar sein. Nicht? Wir wollen offen sein für Kritik und Tadel, weil das hilfreich sein kann. Das letzte von den vieren, Freude und Leid. Das ist nur eine Kategorie, die sehr, sehr umfassend und allgemein ist. Da passt nichts anderes mehr rein. Oder ist alles passt da unter diese Überschrift. Das ist, wenn ihr so wollt, das zentrale Spannungsfeld, in dem sich Menschen überhaupt bewegen. Was heißt das? Das heißt einmal in den Texten, beschreibend unsere Lebenssituation, ich möchte leben und nicht sterben, ich wünsche mir Glück und habe etwas gegen Leid. Das ist fundamentale Lebenssituation, also die Polarität zwischen Wohl und Wehe. Und genau da sehen wir die großen Unterschiede. Die materielle Welt um uns herum, was offeriert sie uns, was gibt sie uns? Und auf der anderen Seite, was mutet sie uns zu? Die Menschen um uns herum, was geben sie uns an Schönem, Angenehmem? Und wo sind sie Belastung für uns? Und wir selbst, ja? Wo sind wir so drauf, dass wir sagen können, alles in Ordnung, prima? Und wo sind wir selbst mit uns so unzufrieden, dass wir nur den Kopf schütteln können über uns? Das haben 3, 4 Beispiele nochmal deutlich gemacht. Nehmen wir unseren Körper, jeder von euch hat ihn, glaube ich, heute mitgebracht. Ja. Dieser Körper, was kann der für Eigenschaften haben? Er kann jung sein, er kann gesund sein und er kann stark sein. Oder er kann langsam älter werden, kann schwach sein, er kann krank sein. Das ist die Spannungsbreite, in der wir uns alle bewegen. Dann die materiellen Gegenstände, mit denen wir zu tun haben. Die können funktionieren oder können nicht funktionieren. Sie können uns lange zur Verfügung stehen oder können morgen schon kaputt sein. Sie können praktisch sein und völlig unpraktisch. Irgendwo dazwischen ist all das, was wir haben. Bleiben unsere Gefühle. Was ist damit? Nun, die können angenehm sein oder unangenehm, die können schmerzhaft sein oder können uns zum Jubeln bringen. Das ist die Bandbreite. Die Erlebnisse, die wir haben, die Wahrnehmung, die wir machen, die können harmonisch sein, schön, entzückend, märchenhaft, wie auch immer. Sie können unangenehm, schlimm, schrecklich, höllisch sein. Irgendwo in diesem, ja, Feld bewegen wir uns.
Und unsere Tätigkeit, wir sind ja immer auch aktive Wesen, wir machen ja etwas. Unsere Tätigkeit kann auch diese Zweiheit aufzeigen. Entweder sind wir erfolgreich, ja, es kommt was raus, oder wir sind erfolglos. Wir haben sinnvolle Tätigkeiten oder sinnlose Tätigkeiten. Wir machen etwas, was frustrierend ist oder etwas, was ja, inspirierend ist. Und das ist nichts anderes als nur ein Beispiel dafür, dass wir in dieser Spannung leben von Wohl und Weh, und zwar unser ganzes Leben lang und 24 Stunden lang. So, da wären wir an einem Punkt angelangt, wo wir zunächst nur mal zur Kenntnis genommen haben, wie der Buddha unsere Lebenssituation beschreibt. Aber das wäre zu wenig, nur zur Kenntnis zu nehmen, was ist. Und interessant ist ja, was ist die Folgerung daraus? Wie gehen wir da mit um? Jetzt sagt er einen ganz interessanten Satz. Genau wie der unwissende Weltling treffen auch den Wissenden, den edlen Jünger, Gewinn und Verlust, Ehre und Verachtung, Lob und Tadel, Freude und Leid. Das überrascht vielleicht, weil wir denken, naja, wenn einer weise ist und über den Dingen steht, dann kann dem das alles gar nicht passieren. Und hier wird gesagt, nee, so ist es erstmal nicht. Von diesen 8 Phänomenen sind alle erstmal betroffen, egal ob das der weltlich normale Mensch ist oder ob das jemand ist, der eine spirituelle Praxis auf sich genommen hat oder gar jemand, der schon sehr weit fortgeschritten ist. Was ist der Hintergrund? Was ist sozusagen ja, die Ursache dafür, dass diese Situation immer wieder eintreten? Das ist das, was der Buddha unsere karmische Verflochtenheit nennt. Denn alles, was wir erleben, was aus dieser sogenannten Welt auf uns zukommt, hat den Hintergrund darin, dass wir es früher einmal in die Welt gesetzt haben. Wir haben das selbst zu verantworten. Entweder durch Handlungen, die gestern gerade stattgefunden haben, oder durch Aktivitäten, die vielleicht schon sehr, sehr lange zurückliegen. Und das macht der Buddha an einem konkreten Beispiel auch wieder deutlich. Er versucht es ja immer sozusagen lebensnah darzustellen. Und so sagt er, es gibt 5 schwer zu erlangende Dinge in unserem Leben. Einmal langes Leben, dann Schönheit, Glück, Ehre und himmlische Wiedergeburt. Das sind 5 andere Beispiele für das, was wir uns ersehnen, erhoffen. Und wir fragen uns jetzt, kriegen wir es oder kriegen wir es nicht? Und die Antwort ist irgendwie ganz einfach, nicht? Ursache, Wirkung, karmische Zusammenhänge lassen sich auf diese 5 Dinge anwenden. Wenn man langes Leben wünscht, kann man es nie kriegen, wenn man sich selbst früher dem Töten hingegeben hat. Das passt nicht zusammen. Schönheit kann man nie erlangen, wenn man früher ein zorniger oder auch jetzt ein zorniger, aufbrausender, hektischer, wütender Mensch ist. Passt nicht zusammen. Glück kann niemand erreichen, der es selbst gelernt hat, andere unglücklich zu machen. Wie sollte das zusammenpassen? Und Ehre kann einem nie zuteil werden, wenn man selbst nicht in der Lage ist, andere Menschen zu achten und anzuerkennen. Und himmlische Wiedergeburt, wie sollte himmlische Wiedergeburt möglich sein, wenn man selbst als Mensch untermenschliches Niveau hat? Das ist sich eine ganz einfache Kiste, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es zurück, wie man selbst agiert, wie man selbst drauf ist, wie man handelt, so ist das, was man erlebt. Da gibt es sowas wie einen Fachausdruck, Labhi heißt das. Das heißt, auf Deutsch könnte man fast sagen, so wie ein Gewinnertyp. Es gibt Leute, die wachen morgens auf und schon haben sie 1.000 Euro verdient, so ungefähr. Ja? Die gehen an den Briefkasten und schon sind die frohen Botschaften drin. Und die anderen, die rackern und zackern und am Ende des Monats rote Zahlen auf den Auszügen.
und in jeder Hinsicht, nicht, gibt es Menschen, denen fallen die Dinge zu, den seinen gibt es der Herr im Schlaf so ungefähr, und die anderen können machen, was sie wollen. Sie strengen sich an und kommen auf keinen grünen Zweig. Und hier haben wir eben erfahren, warum das so ist. Da passiert nichts aufgrund von Zufall, sondern aufgrund der vergangenen karmischen Konstellation guckt man entweder in die Leere oder in die Fülle. Je nachdem, was man selbst in die Welt gesetzt hat, erfährt man diese Welt als positiv oder negativ. So, um eine kurze Zusammenfassung zu machen. Wir haben zwei Dinge angeguckt. Welche Grundphänomene in unserem Leben tauchen auf und wo kommen sie her? Und jetzt müssen wir einen kleinen Perspektivwechsel vornehmen, uns nämlich fragen, wie gehen wir jetzt mit dem Ganzen um? Wir können nicht nur zurückgucken, sondern müssen auch in die Zukunft gucken. Also, wie reagieren wir auf aktuelle Ereignisse? Lassen wir den Buddha nochmal reden. Worin besteht nun hierbei die Verschiedenheit, worin der Unterschied zwischen dem wissenden, edlen Jünger und dem unwissenden Weltling? Fragt seine Schüler und die Schüler bitten ihn, eine Antwort zu geben, sagt, ja, sag uns das jetzt mal, worin dieser Unterschied besteht. Da wird dem unwissenden Weltling Gewinn zuteil, nicht aber überlegt er sich dabei und versteht nicht der Wirklichkeit gemäß, entstanden ist mir zwar dieser Gewinn, doch er ist vergänglich, elend, dem Wechsel unterworfen. Und es wird ihm Verlust zuteil, Ehre, Verachtung, Lob, Tadel, Freude, Leid, nicht aber überlegt er sich dabei und versteht es nicht der Wirklichkeit gemäß, entstanden ist mir all das, doch es ist vergänglich, elend, dem Wechsel unterworfen. Was heißt das? Das heißt zunächst mal, dass all diese acht Dinge, über die wir reden, jedem widerfahren können. Es taucht einfach aus, aber wie reagieren wir darauf? Oder wie reagiert der Mensch normalerweise darauf? Völlig ungenügend. Weil er zunächst einfach nur mal denkt, diese Dinge sind. Das ist so unsere Grundkategorie der Wahrnehmung und des Denkens, die Dinge sind oder sie sind nicht. Aber was hier gesagt wird, und das ist eine ganz subtile Psychologie dahinter, die Dinge sind nicht, sondern sind in Erscheinung getreten. Sie sind jetzt aufgetaucht. Das ist ganz etwas anderes, als dass sie etwa wären. Nein, sie sind aufgetaucht und damit sind sie auch vergänglich. Denn alles, was in Erscheinung tritt, muss wieder vergehen. Und das gilt sowohl für das Angenehme als auch für das Unangenehme. Und wenn das Angenehme auftaucht, da ist die normale Reaktion, ach, endlich ist es da, wunderbar, alles ist gut. Jetzt kommt das Aber, die Dinge bleiben nicht so, sondern die verschwinden wieder. Und das meint, dass die Lebenstatsachen uns innerlich dadurch tangieren. Sie verschwinden wieder, sie sind also nicht sozusagen festzuhalten, sie haben diese Eigenschaft wieder abzuhauen, ungefähr so. Und Gewinn und Verlust heißt es weiter, Ehre und Verachtung, Lob und Tadel, Freude und Leiden halten sein Herz umsponnen. So, das heißt, dass wir tief von den Dingen tangiert sind. Das, was da scheinbar in der Welt passiert, ist nicht etwas, was da wie so ein Film abläuft, ja, ein Film, den man ausschalten kann, sondern wir sind immer unmittelbar davon betroffen. Das ist das, was in dem Wort Herz steckt, sozusagen unsere Innerlichkeit, unsere Empfindlichkeit, das, was unsere Wesenhaftigkeit ausmacht. Wir sind treffbar, wir sind beeinflussbar, wir sind verletzlich. Wir greifen nach den Dingen, und wenn wir nach ihnen greifen, entsteht immer ein angenehmes Gefühl. Und wenn die Dinge dann verschwinden, muss ein unangenehmes Gefühl entstehen. Und wenn wir uns das nicht wahr machen und klar machen, dann sind wir eben in Abhängigkeit davon. Wenn einer ruhmsüchtig ist und keiner guckt ihn mehr an, muss es wehtun. Und wenn einer an der Börse spekuliert und die Kurse gehen nach unten, muss es wehtun.
Aber nicht nur deshalb, weil da außen was passiert, sondern weil wir eine bestimmte Affinität zu den Dingen haben. Und je nachdem, wie diese Affinität aussieht, tut es uns gut oder nicht gut. Am Gewinn, der ihm zuteil wird, hängt der Mensch und Verlust verdrießt ihn. An der Ehre, die ihm zuteil wird, hängt er und Verachtung verdrießt er. Und so weiter und so weiter. Das gilt für alle acht. Und damit ist gesagt, dass wir in jeder Lebenssituation von den Dingen gefühlsmäßig angesprochen sind. Es taucht ja immer eine Empfindung auf, die sagt, ja, ach, wie prima, oder nein, wie schlecht. Daraus folgen immer so emotionalen Reaktionen. Wir nehmen ja die Dinge einfach nur zur Kenntnis, sondern wir gehen dann auf die Dinge zu oder von ihnen weg. Wir wollen sie verändern, gestalten, so dass es uns passt. Entweder haben Vermeidungsstrategien, wie kann ich das in der Zukunft vermeiden, dass das nie wieder auftaucht? Oder bei den angenehmen Dingen, was muss ich tun, dass das möglichst morgen wieder zur Verfügung steht? Und das ist unser ganzes Leben. Wir empfinden uns als freie Wesen, aber im Grunde sind wir abhängig von diesen inneren Gewohnheitsmustern, von den Reaktionsmustern, die wir uns angewöhnt haben und die unser Leben bestimmen. So der Zuneigung und Abneigung verfallen, wird er nicht erlöst vom Geborenwerden, Altern und Sterben, von Sorge, Jammer, Schmerz, Trübsal und Verzweiflung, wird er nicht erlöst vom Leib. Hier gibt uns der Buddha eine langfristige Zukunftsperspektive. Nicht, wie sieht unsere Lebenssituation im Moment aus, sondern wie geht es auf Dauer weiter? Wo endet es, beziehungsweise wo endet es nicht? Und die Antwort ist relativ klar. Wer in diesen Reaktionsmustern drin ist, der ist in einer Situation der Gefangenschaft. Und wer aus diesen Reaktionsmustern nicht heraus kann, der kommt nie aus dieser Gefangenschaft heraus. Und da diese Situation eine Situation der Unzulänglichkeit ist, bedeutet das zugleich, wer in diesen Mustern verfangen ist, kommt niemals in eine heile Situation. Er wird immer mehr oder weniger auf dem Level im Moment bleiben. Also man wird von Dukkha nicht frei. Man kommt es einfach nicht los. Aber zum Glück gibt es die Alternative und die soll jetzt kurz vorgestellt werden. Da wird nun aber einem wissenden, edlen Jünger Gewinn zuteil. Er überlegt sich dabei und versteht der Wirklichkeit gemäß, entstanden ist mir zwar dieser Gewinn, doch er ist vergänglich, er ist Elend dem Wechsel unterworfen und es wird ihm Verlust zuteil, Ehre, Verachtung, Lob, Tadel, Freude, Leid, aber er überlegt sich dabei und versteht es der Wirklichkeit gemäß, entstanden ist es zwar, dieses Leid, doch es ist vergänglich, Elend dem Wechsel unterworfen. Ja, da seht ihr die unterschiedliche Haltung den Dingen gegenüber. Und die Empfehlung, die da herauszulesen ist, wenn du ein schönes Erlebnis hast, erinnere dich dran, vergiss es nicht, es wird nicht bleiben. Das nimmt eine ganze Menge von Enttäuschung, wenn die Dinge wirklich mal wieder verschwinden. Dann sagt uns der Geist leise, ja, das hast du ja eigentlich gewusst. Es kann nicht anders sein. Aber noch hilfreicher ist das in der Situation, wo es einem wirklich schlecht geht, wo man so spontan das Gefühl hat, so, das ist jetzt so, das bleibt jetzt so, da komme ich nie mehr los von, das ist mein Leben, dass man sich da auch erinnert, nee, auch das, die schlimmste Situation geht wieder vorbei. Irgendwann hört das wieder auf. Hätte man diesen Gedanken nicht, könnte man verzweifeln. Ja? Aber wenn man weiß, auch das Schlimmste, was im Leben passieren kann, passiert immer nur für eine bestimmte Zeit, hat man immer an seinem Lebenshorizont so einen weißen Schimmer und weiß, ja, irgendwann wird es auch mal wieder hell. Und das ist das, was der Buddha in seinem Gegenmodell von dem Wissenden, von dem edlen Jünger zum Ausdruck bringt. Der wird Suttava genannt, jemand, der gehört hat, jemand, der die Wahrheit gehört hat, der
Bescheid weiß dadurch. Es ist nicht nur ins Ohr reingegangen, sondern im Kopf geblieben. Es ist ein Wissen, das verarbeitet ist, ein Wissen, das angewachsen ist und in der Lebenssituation auch zur Anwendung kommen kann. Deshalb werden die auch Savaka genannt, die Folgenden und die Nachfolger. Das heißt, Menschen, die Wahrheiten nicht einfach nur zur Kenntnis nehmen, sondern sich danach ausrichten und ihr Leben danach verändern. Nehmen wir doch mal ein Beispiel. Gewinn kommt ja manchmal vor, dass man ja, etwas in die Hände kriegt und sich drüber freut. Wenn man da das Gefühl hat, das bleibt auf Dauer, ist ja eine negative künftige Erfahrung vorprogrammiert. Es geht gar nicht anders, weil die Dinge nicht auf Dauer bleiben. Entweder sie verabschieden sich von uns, indem sie kaputt gehen oder Menschen uns verlassen oder Situationen aufhören, oder wir verabschieden uns von den Dingen, weil wir irgendwann sagen, so, das war es mit meinem Leben, das ist jetzt zu Ende. Aber wenn man das sozusagen im Auge hat, dann kann man mit der Situation anders umgehen. Wenn man vor allen Dingen sich klar macht, dass nicht die Dinge an sich entscheidend sind, sondern unsere Nähe oder unsere Ferne zu den Dingen, nicht unsere Affinität oder unsere innere Distanz, dann haben wir nochmal ein zusätzliches Instrument, um frei zu werden. Solange ich Affinität habe einer Sache gegenüber, solange muss es wehtun, wenn die Sache verschwindet. Und Trauern allein hilft nichts, weil die Gesetzmäßigkeiten so sind, die sind ja unabhängig von dem, was ich mir wünsche oder nicht wünsche. Erst in dem Moment, wo diese Anerkennung da ist, ist auch eine innere Distanzierung möglich. Und beim Unzulänglichen, das hatte ich schon gesagt, ist es ähnlich. Wenn ich erkenne, unzulänglich erscheint mir nur was, weil ich was anderes will, nicht weil die Sache an sich so ist, sondern weil mein Inneres sagt, nein, so soll es nicht sein, dann ist mir völlig klar, dass ein innerer Widerstand gegen eine Sache die Situation nur schlimmer macht. Und die Langzeitwirkung davon ist, ja, dass ich selbst die Weichenstellung sozusagen in mir trage. Was mache ich in einer Situation? Handle ich als Weltling, als unwissender Weltling, der in seiner Erlebenssituation ein Getriebener oder Gefangener ist? Oder bin ich so geeicht und so geübt und gepolt, dass ich in dieser Situation besser oder überhaupt heilsam umgehen kann? So, und das sind wir schon bei dem Ende dieser Lehrrede, die der Buddha nochmal in ein paar Versen zusammenfasst. Das macht er oft, dass er nochmal in einer gebundenen Sprache die Kernaussagen seiner Botschaft ja, präzise auf den Punkt bringt. Gewinn, Verlust, Verehrung und Verachtung, auch Lob und Tadel, Freude wie Leid. Gar wandelbar sind diese Weltgesetze, voll Unbestand, dem Wechsel unterworfen. Der Weise, der Besonnene durchschaut sie, erkennt sie als dem Wechsel unterworfen. Erwünschte Dinge quälen ihn nicht mehr und auch bei Unerwünschten kommt ihm kein Verdruss. In ihm sind Hingeneigtsein und auch Widerwille zerstört. Vergangen sind nicht mehr da. Die sorgenfreie, lautere Stätte kennend, ist zu des Daseins anderem Ufer er gelangt. Das ist nun wirklich eine langfristige Perspektive, aber das zeigt ein bisschen auch unsere Situation. Ihr habt ja wahrscheinlich im Laufe meiner Worte immer auch mal sozusagen reflektiert, erkenne ich das sozusagen in meiner Lebenssituation wieder, ist da mal was aufgetaucht? Ja, und wie bin ich damit umgegangen oder wie gehe ich im Moment damit um? Und damit ist zugleich eine Art von ja, Trainingsprogramm zumindest angedeutet, wie man sich vielleicht verändern kann, um mit Lebenssituationen dieser Art besser umzugehen. Und das wäre mein letzter Satz, dass der Buddha hier zugleich auch eine Langzeitperspektive aufmacht, indem er sagt, es gibt eine Situation, wo man jenseits dieser Polarität oder dieser 8 Polaritäten frei ist von all dem, was da auf uns zukommt oder nicht auf uns zukommt.
Das soll als Einstieg mal fürs Erste genügen. Das waren, glaube ich, genügend Beispiele, um zu zeigen, was Lebenstatsachen beinhalten können. Es gibt andere natürlich, auf die wir noch kommen. Und es hat vor allen Dingen gezeigt, dass Lebenstatsachen nicht einfach nur Fakten sind, sondern sich immer die Frage stellt, wie gehe ich damit um? Gehe ich mit ihnen so um, dass es am Ende mehr wehtut, oder gehe ich damit so um, dass es am Ende weniger wehtut? Das näher zu betrachten, ja, kann die Aufgabe unserer künftigen Stunden auch sein.